Oberdeck, da brauche ich natürlich nichts von. So unübersichtliche Sachen, wenn man immer weiß, wie es geht, ist bestimmt total toll. Aber ist es denn zu viel verlangt, auf die Karte einfach nur einen Pfeil oder sowas vielleicht zu machen? Also ich weiß, ich muss runter oder ich muss hoch. Nee, haben wir nicht. Geht nein, nicht. Das ist viel zu schwer. Obere Decks, das ist nix. Doch, da oben ist was, oder? Doch, das könnte sein, dass ich jetzt hier richtig bin. Oh, da bist du ja da oben schon. Da bist du ja. Wo bin ich da? Obere Decks. Ach ne. Da ist natürlich nichts zum Annehmen. Jetzt sind alle Sachen wieder verschwunden, die da waren. Gut. Gut. Wahrscheinlich wollte ich jetzt gerade irgendwie. Jetzt geht's da. Mach ich mal. Kaputt, alles kaputt. Jetzt haben wir jetzt wenigstens 10 Minuten, die wir einfach so rausschneiden können nachher. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Was ist denn das da für ein Gebiet? Natürlich steht da Schnickschnack und nicht, was es wirklich ist. Jetzt würde ich mich schon mit den Steinen dahin porten. Schnickschnack. Steht nur Stadtätherit. Stadtätherit. Wenn jetzt der Name von dem Ding da stehen wird, oder ich könnte jetzt in der Karte draufklicken. Aber das geht ja nicht. Das sind so ganz einfache Sachen. Das wird viel einfacher gehen. Weil da halt unsere Bestarium-Quest anfangen wird und wir da zumindest noch eine Quest haben und meine. Ich könnte schwören, dass früher irgendwann mal die Namen bei mir wirklich dran gestanden haben an den. Woran? An der Karte. Und jetzt steht bei mir nur noch Kauderwelsch da. Tut's ja auch. Du kannst auch ein- und ausschalten, ob da Busch, ob da Bezeichnungen stehen oder nicht. Das oben so ein Augen. Ach du großer Gott, ja, ist okay. Hast du aber die ganze Legende von deiner Karte ausgeschaltet? Ja, und deswegen habe ich gesagt, bei mir steht nur Kauderwelsch da. Ja gut, ja, nee, ja. Ich denke, das, wo zur Hölle soll ich wissen, was wo ist, wenn da nur Bullfrog steht? Bullfrog? Das ist der Legolas. Immer diese unglaublich kreativen Namen. Ja. Legolas. Also ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Entweder diese Bvnor-Namen, Dark Shadow of the Everlasting Hellhound Dog. Oder Krumpf. Oder Leute, die sich wirklich haargenau nach existierenden Charakteren benennen. Dann einfach noch unkreativ. Ja, ja, also wirklich sich so Legolas zu nennen. Dann, oh ja, toll. Benenn dich nach einem bekannten Elfen aus der Welt der Herr der Ringe. Vielleicht hat er der Ringe nie gelesen und ist selber auf den Namen gekommen. Weiß man ja nicht. Gut, ja. Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht allzu hoch, aber das müsste ich niemandem unterstellen. Yeah, Cyclone. Da sind wir. Komm her, Gemüse schlachten. Hey, Dockratten killen. Jetzt hast du aber dein ja, Ding. Ja, da ist jetzt die Zielscheibe drüber. Ja. Die Zielscheibe sieht aus. Für mich sieht es aus, als bekämpfst gerade einen Anruf von dem Vieh. Anruf auf was? Was sonst? Anruf aus der Hölle. Das sieht aus wie ein Zimtschnecke. Boah, Zimtschneckenbuch müssen wir filmen. Dann gehe ich gerade mal die Quest. Wahrscheinlich habe ich die Quest noch nicht angenommen. Ja, mit den Kröten. Was ich auch nicht teilen kann, ist die Härte, ne? Das ist. Keine Ahnung. Gibt's da die Mechanik überhaupt? Anscheinend nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nur. Vorsteherin der Gockelburg benötigt Hilfe. Wo ist denn das Gockelburg? So, jetzt habe ich's auch. Ah, da oben. So, sterbt ihr Schweine. So, Lustkröten sammeln. Erledigt! Okay. Jetzt können wir gerade da oben abgeben und danach habe ich da hinten dran, glaube ich, meine Klassenquest. Die können wir gerade noch machen. Erledigt. 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 Ich hab einen Präzisionsmalus. Nein. Oh Gott, der hat dich zugeschleimt. Danke. Ihr Schweine. Ja. Jesus. Keine Ahnung, was das war. Das den Doppler-Effekt vorgeführt. Klang wie ein Mixer. Der ich nicht entscheiden kann, auf welcher Stufe jetzt läuft. Also ich muss sagen, mittlerweile muss ich echt sagen,
die Skills, die sind alle so langweilig. Ja, dann hämme ich einfach nur eins. Und lass mal vier alles machen. Es gibt kaum irgendwie Action oder Interaktion, so Skills, die zum Beispiel so ein Unchargen oder so ein Stunnen, irgendwie sowas, mit dem man ein bisschen Leben in die Bude bringen kann. Irgendwie stellt man sich wirklich nur davor, gut, wo wir jetzt wieder bei Japano-Style sind. Ja, ich glaube, da geht es echt, das Kampfsystem darauf ist nicht so viel Wert gelegt, wie jetzt bei einem Guild Wars. Na, es ist wirklich einfach nur hier, guck, dass es eine Art Rotation gibt und gut. Ja. Yeah, fuck this. Drei Schulter gerade anzurecht. Ja, okay. Hallo, im Chat steht gerade Unrolf Zeigol beschimpft das Smaragd Karfunkel wütend. Da reißt mir der Sarg. Aua. Ding, der war schmerzhaft. Und das ist es auch. Oh, neue Handschuhe. Händchen. Oh, neue Stiefel. Stiefel. Stevlen. Ich hab keinen seltsamen Stiefel. Warum hab ich jetzt keine Hosen mehr an? Was zur Hölle? Du hast keine Hosen mehr an. Hattest du Schuhe an? Jetzt Schuhe an, die ich nicht mit Hosen kombinieren lassen. Ja, das waren Kniestiefel. Ich hab gar keine Hosen an. Ich hatte noch nie Hosen an. Merke ich jetzt erstmal so. Und auf dem Sterbebett in den letzten Atemzügen seines Lebens stellte fest. Ich hatte nie Hosen an. Ich hatte noch nie Hosen an. Gasaustritt. Gasaustritt? Das klingt irgendwie so ein Rammstein-Song. Gasaustritt! Gasaustritt! Das wäre natürlich jetzt aber Song, aber ich will es nicht ausschließen. Will ich Rammstein kennen? Ja. Aber das wäre dann. Das wäre nicht. Dass dann Gas austritt, ist dann die Folge von Du riechst zu gut. Aus meinem Schritt. Weil dort Gas austritt. Ja, das ist aber. Rammstein Beats der Führer. Ach, nicht mal wirklich. Ihre Aussprache anbelangt unterscheiden die sich nicht so massiv jetzt unbedingt.